Hallo und wunderschönen guten Abend. Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dead by Daylight als Survivor. Mit dabei ist natürlich der Yogi-Bär. Bist du hier? Hallo. Hallo. Ja, danke, Jan. Wupp, 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 wupp. So, ich darf nicht rennen, ich habe Sprint Burst an. Oh, das ist immer kritisch. Ich vergesse das immer, weil ich immer die Shift-Taste nach unten gedrückt habe. Keller ist in der Keller war hier gerade irgendwo. Also der Keller ist in der Mitte im Haus, weil nicht im Keller. Immer erstmal ein Tod. Der muss irgendwo in der Mitte rumrennen, der Killer. Ich immer kurz den Sound gerade und dann nicht mehr. Bist du an den Gen gegangen, der an dem Traktor ist vor der Killer-Shack? Ja. Dann komme ich zu dir. Bis nie. Mach das mal. Da vorne rennt irgendwo einer rum. Also da vorne in der Scheune. Guten Tag. Ups. Das, von dir aus gesehen, geradeaus ist gerade irgendwas gelaufen. Alter, ich sollte aufhören. Was ist denn los mit dir? Ich weiß auch nicht. Willst du den Killer herholen? Ich meine, ich muss gejagt werden, aber... Ja, eben. Ich will doch nur, dass du deine Daily machen kannst. Außerdem interessiert den Killer das nicht. Weißt du, was ich letztens gelernt habe? Oh, jetzt kommt der Killer. Ach so, ist Schwein. Ah, ist hier. Hui! Oh, verdammt. Weißt du, was ich letztens gelernt habe? Was? Wenn die Seuche dich verwundet hat, anschließend vollkotzt und du dich dann heilst, hast du wieder volle Gesundheit. Also wenn du dich dann halt an so einem Brunnen heilst. Natürlich lässt er dich sein und nimmt mich wieder mit. Warum auch nicht? Ja. Du bist verflucht. Woogie die Boogie. Sie wollte nicht meinen schwarzen Booty. Scheißt aber auch rum, als wärst du am Haken. Das erklärt aber auch, warum ich immer wieder Herzschlag hatte und dann wieder nicht mehr. Ja, sie bekämmt auch. Ja, geil. Ja. Jetzt hat sie mich gesehen. Sie ist aber direkt wieder umgedreht, aber nicht in eure Richtung. Was ist denn los mit der? Die mag mich. So bleibst du da stehen? Sie kommt. Ich werde sie überraschen. Muah! Bleib hier! Sie rennt in deine Richtung. Okay, ich weiß nicht, ob sie unfähig ist, hardcore laggt. Oder dumm rumprobiert. Aber ich hab sie dir abgezogen. Oder auch nicht. Wo ist die Schlampe? Itchi, bitchi, bitchi. Aber wir haben fähige Mitspieler. Und ich habe sogar Glück. Ihr rennt gerade in der Scheune rum in der Mitte. Beim ersten abbekommen, oder was? Ja. Ja, nice. So, ich glaube, ich werde mal gleich zu dir kommen, weil ich muss noch zwei Leute heilen. Es wurde gerade ein Totem kaputt gemacht, also müssen jetzt drei Totems zerstört worden sein. Okay, okay. Das hört sich doch schon mal gut an. Wirst du schon geheilt? Gen müsste, ja, ich werde gerade geheilt. Okay. Ein weiterer Gen müsste gleich aufploppen. Ja, meiner ist jetzt auch bei einem Drittel ungefähr. Aber mein kleiner Werkzeugkoffer hat bald keinen Inhalt mehr. Acker, jetzt. Ich habe ein bisschen Angst, dass es so Late-Game-Game wird, aber irgendwie... Vielleicht ist er auch einfach schlecht. Ich meine, der Rank-Reset, ich bin wieder auf Level 16 in der Survivor, das heißt ganz entspannt. Level 20 Killer, First Time. Direkt das DLC gekauft. Keine Angst haben, Dwight, der kommt nicht. Der David hält den Killer auf, wir machen den Gen hinter ihrem Rücken. So muss das. Ja. Matthias. 8500. Ein Tick früher wäre cool gewesen. Ich hab vergessen, dass ich scheiß Ding hab hier.
Running? Ja, vergesst das immer. Remember, remember. Oh damn, hier drüben sind 3 Gens. Ich hoffe, wir haben uns nicht gesregent. Nein, hier sind 2, nicht 3. Aber ist ja alles kein Problem. Ich gehe erstmal ganz kurz Ausschau halten nach Tod. Weil es wird jemand bei ihm sein, nehme ich an. Sie ist auf jeden Fall bei mir. Sie hat aber null Interesse dran, mich zu jagen. Was ist denn also los? 4 Totems wurden auf jeden Fall schon zerstört. Hi, Creon. Hallo. Sie war eben auch hier. Oh, da drüben ist sie. Und verfolgt den anderen. Dann gehe ich mal retten. Okay, geh du eine retten, dann mache ich hier den kleine Rettung. Den vorderen, also näher bei der Scheune, habe ich schon angefangen. Aber ist auch nicht so weit, also. Mach den Braten jetzt nicht fett. Rettung! Er bleibt doch hier, ich heil dich. Auf weg zurück. Na, er muss das Ding wegkriegen. Ah, nur weil. Der geht doch erst an, wenn der nächste Gen repariert schon. Ist. Was stimmt, der läuft. Ja, weil schon 2 Gens gemacht wurden, seitdem er die Maske auf hat. Ah, Leben ist hart. Und. Wird er es überleben? Wird er es überleben? Mach ich ihn nervös? Nein! Haha! Lauf! Soll ich dich doch heilen? Okay, ich heile dich. Das bringt dir zwar nichts, wenn dein Kopf explodiert, aber dafür, keine Ahnung. Schöne letzte Sekunden. Let's go, have fun. So, der andere rennt noch vor ihr weg. Wie weit ist denn dein Gen? Keine Ahnung. Ich renne weg. Ah! Cool. Oh, verdammt. Danke für den Hit tanken, Wright. Bist ein Held. Werde immer an dich denken. He will be memorized. Bist du das hier neben mir? Ja. Ich hab noch hier We Will Make It. Durchgeheilt. Plopp. Danke. Kannst du mir sagen, wo der andere ist? Der andere ist von hier, also von dem Gen aus gesehen, auf der fast anderen Webseite und rennt da rum. Er kommt jetzt ein bisschen in unsere Richtung, aber eher auf Richtung meiner Seite. Ah, er kommt näher. Aber der Gen ist durch, bevor er hier ist. Ich würde nämlich da einen Hit für ihn tanken wollen. Er läuft gerade straight. Ne, jetzt läuft er wieder von uns weg. Alles gut. Oder vielleicht und hat er Adler. GG. Nee. Keine Art. Gut, dann mach du mal ein Tor auf. Ich gucke nach möglichen Totems. Mach das. Kleine Gönnung, kleine Toröffnung. Türsteher mal an. Totems wurden kaputt gemacht, also. Also wenn eins brennt, dann ist es das letzte. Und da wird er noch gejagt, that's right. Wow. Kein Ort. Die Falle ist egal. Soll ich das Tor aufmachen oder nicht? Ich würde noch warten, ich würde es 99. Ja, habe ich. Die Falle ist nicht egal, wenn der rausrennt. Doch, damit die ist egal. Nein. Nicht mehr? Sie wurde nach dem Ding aufgesetzt. Ah, nach dem letzten Gen. Das heißt, die ist auch da nur aktiv, wenn... Ich ziehe sie von dem weg. Okay. Einer macht das Tor auf, der andere rettet. Aber sie können. Hi, Bitch. Hui! Sie läuft mir nicht nach. Jetzt liegt der Nächste. Sie ist ein bisschen unpraktisch. Na gut, aber keiner ist tot. Wir haben Zeit zu heilen, regroupen. Neue Pläne schmieden, Alpha-Team down. Matthias, ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn letztes Mal noch in der ersten Phase rausgeholt habe. Nein, habe ich nicht. Gut, dann rennen wir Richtung Ausgang und gehen. Also das Tor, wo ich hier hinten stehe, ist bei 99. Wo ist das? Da, wo wir am Gen saßen, direkt dahinter. Bist du der? Ja, du musst also durch die Scheune wieder durch auf die andere Seite. Also nicht da, wo er am Haken hing, sondern andere Seite von der Scheune im Prinzip. Aber gleiche Wand. Ja, ich habe nur für den Kollegen noch schnell einen Hit getränkt. Alles gut, alles gut.
Nun laufet! Gute Kollegen, Tenko. Übrigens, der ganze Smog hier kommt von meinem schwarzen Nebel. Alter, ich habe schon wieder so einen scheiß Call. Was für ein Call? Ich bekomme dauernd von irgendwelchen Callcentern Anrufe. Ich hätte im Lotto gewonnen und ich soll doch bitte die Gebühren überweisen, also scheiße. Ja, dann überweis mal. Ja, nee. Und ich habe so viele Nummern auf meiner fucking Blockliste schon, aber ich krieg halt trotzdem die Anrufe und ich weiß nicht, wo meine Nummer, also durch was sie geleakt ist. Weil, ich krieg immer mal vereinzelt sowas, okay, das ist normal, aber in letzter Zeit ist wirklich 3, 4, 5, 6 Anrufe am Tag. Okay, aber gut. Wir hätten gar keine Sorge haben müssen. Also nur Überwachung. Rang 20 Killer, armer Kerl. Ich sag ja. Rank Reset macht's möglich. Der Brand Bob. Brand Bob. Armer Brand Bob. Aber würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Schaut auch beim Kirian rein und am Donnerstag 18 Uhr kommt die nächste Folge. Haut rein, habt eine gute Zeit und bye. Bye. Auf Wiedersehen.